Das wird heute echt geil, Leute! Unser erster Act ist ein Bullimong-Wilderer vom Southern Shell! Applaus für Ezekiel Sauerbuch! Aslan de Vega und seine Leute haben mich durch ganz Pandora verfolgt. Ich hab mich in jedem Kackehaufen... Ezekiel hat sich für seinen Auftritt im Agonizer 9000 die pneumatischen Stachelfallen ausgesucht. Na, los geht's. Los, los jetzt! Flash! Guter Lauf, Ezekiel! Man sieht sich in der großen Kammer. Anhänger, schickt uns euer Iridium! Kannst du nicht leben. Du hattest so unverschämt viel Glück, Hauser. Das ist ein Söldner-Tag-Wunder! Außer für diesen Typen. Mit diesen RGB-LEDs wird meine Freundin endlich äußerlich so schön sein, wie ich es innerlich bin. Und nett. Nachladen! Lauf lieber weg! Denk mich! Große Kammer! Die Familie steht hinter mir! Ich komme! Macht sie fertig! Oh, das muss doch nicht sein! Die richtig wehtut! Zum ewigen Schrott! Ich leiste deinen Beitrag! Oh. So schwach! Als nächstes sind die Pustelschwestern dran! Die beiden Fanlieblinge wollten unbedingt von feuerspuckenden Spider-Rats gejagt werden. Also habe ich zu Terror gesagt, hey, es ist unsere Pflicht, ihnen diesen Traum zu erfüllen. Und genau das werden wir tun. Lass die Spider-Rats frei! Alter, diese Spider-Rats töten echt gerne Menschen. Ich kann sie verstehen. Echt jetzt. Zartes Fleisch, kein Exoskelett, langsame Fahrtbewegung. Zum Anbeißen, oder? Oh, eine Pustelschwester ist schon gefallen und... Ah, jetzt die zweite. Der Magma-Atem hat ihr den Rest gegeben. Terror, in solchen Momenten denke ich, dass wir den coolsten Job der Welt haben. Leute, ihr habt noch Zeit, Iridium zu spenden. Die große Kammer ruft euch. Wer lebt, Kammer? Ich hab ja die Gesichtsverschönerung für dich. Ah!
Wo kommt das her? Unser nächstes Opferlamm ist den weiten Weg vom kriegsgeschundenen Großstadtplaneten Promethea hierher gekommen. Bitte begrüßt jetzt Hunger Dave! Ja, was macht ihr denn da? Oh, verstehe ich. Ja, er reißt sich das Bäuchlein und zeigt auf seinen Mund. Das soll heißen, er hat Hunger. Ha, Markentreue ist alles, Dave. Ich hatte Dave Appetit auf Sägeblätter, denn die gibt es heute. Anhänger, in Kürze gibt es weiteres ruhmreiches Blutvergießen im Namen unserer geliebten Kalypsos. Denkt daran, ohne eure Iridiumspenden bleibt ihr vielleicht zurück, wenn wir die große Kammer öffnen. Bald gehen diesen Wahnsinnigen die eigenen Leute zum Töten aus. Holt Tennis da raus. Dieses mörderische Ritual läuft schneller ab, als ich erwartet habe. Ich habe, wie gesagt, noch ein Ass im Ärmel, aber ich würde lieber darauf verzichten. Ja, ab in den Kampf. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Taschenrex. Ich gehe nirgendwo hin! Ich bereue euch Gebete! Immer ein Pyrex im Ärmel. Was hast du denn da erschnüffelt? Ich bin mit Aslans Schiff zur Kackefahr meiner Eltern geflogen. Ein Neustart, eine ehrliche Arbeit. Sie hatten mir gezeigt, was ein Kackefarmer macht, also ging ich es an. Eines Tages blickte ich von einem großen, saftigen Haufen auf und sehe, wie diese Lady mich anstarrt. Mann, das war vielleicht ein Hingucker. Entschuldigung, sagt sie. Ich suche Typhon Leon. Da bin ich direkt aus dem Scheißloch rausgesprungen und hab gesagt, Baby, er steht vor dir. Wer bist du denn? Ich bin Leda, sagt sie. Ich suche einen Führer. Und ich antworte, alles klar. Ich werfe nur noch diese Kacke ins Silo und wir können los.
dem großen Opfer, auf das ihr alle gewartet habt. Die ketzerische Wissenschaftlerin, die es gewagt hat, sich herauszufinden. Komisch, wir scheinen technische Schwierigkeiten zu haben. Kammerjäger, der Stream wurde gerade abgebrochen. Was ist da unten los? Ich war das nicht. Irgendwas anderes verursacht die Verzögerung. Tut mir leid, Leute. Nur ein paar technische Problemchen. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne erhängt. Aber dank Terror sind wir zurück. Und nur wenige ruhmreiche Tode trennen uns noch von unserem großen Opfer. Als nächstes jagen wir den gesamten Gilliban-Clan durch ein feines Gitternetz. Hau auf den Killknopf, Leute! Ein praktischer Trick. Aber hey, so schnell wirst du nicht zur Berühmtheit. Terror, brechen wir die Zelte ab! Hey, Lilith, das Festival fährt weg. Tennis ist noch an Bord. Du musst sie verfolgen. Treibstoffzufuhr zerstören.
Kammerjäger. Geh jetzt an Bord und rette Tennis. Komm her, Mädchen. Willkommen zurück, mein Mädchen. Was zur Hölle ist hier los? Warum funktioniert nichts? Terror, bring das in Ordnung. Hol die Techniker wieder her. Sie sollen den Agonizer 9000 wieder zum Töten bringen. Los, los, los! Kammerjäger, mir läuft die Zeit davon. Du warst schon tot, als wir uns sahen. Kaka! Kaka! Du bist offensichtlich scharf darauf zu sterben. Ich bring dir nicht! Wir sind die Wahrheit. Komm her, gib mir dein Zeug. Aus, Leibkerze. Komm zu mir zurück. Ist noch nicht fertig. Ab in den Kampf! Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich Kammerdiebe den Abfall! Herr Mond, erzählen Sie mir von Kalypso! Lade nach! Die große Kappe! Halt still, damit ich dich treffe! Ich habe meinen Teil getan! Das ist die Todesuhr! Die Verwesung steht dir. Sieg noch einem Trottel!
Die Wut des Himmels! Panik! Ich spüre Panik! Ich hab mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Das Ende war unvermeidlich. Gib einfach auf, du Mörder! Ich werde eins mit dem Chaos! Bring mir's hinter uns! Komm schon, Mörder! Zeig, was du drauf hast! Bitte nicht! Ich kann sterben. Gut gemacht. Na dran, Rampensau-Kammerdieb. Aber so leicht ziehst du uns nicht den Stecker. Wir opfern diese Ketzerin, so oder so. Wenn das wirklich meine letzten Atemzüge sind, was lasse ich dann zurück? 1000 halbfertige Experimente, unzählige unentdeckte Artefakte und offene Fragen. Ich habe die Iridianische Heimatwelt nie gefunden und werde es auch nie tun. Wird dich vergessen. Jetzt begreife ich es. Wir sind alle nur schwach. Unfähige Schwitzwiesel. In jeder Minute, in der keiner stirbt, verlieren wir eine halbe Million Abonnenten. Was sagst du, Terra? Terra hat eine tolle Idee. Bis der Agonizer 9000 wieder läuft, übertragen wir, wie der Kammerdieb unsere Crew abschlachtet. Na, das ist doch unterhaltsam, oder? Ja, sicher, ein heiliges Blau nicht. Ich fand Troy immer besser. Taug ist für dich, ich hab's gesagt.
Abfall zu Abfall. Ich bin verdammt nochmal unbesiegbar! Oh, wie wir sehen, wie angefangen! Komm doch her und gib mir dein Zeug!